Bei der Reform des gemeinsamen europäischen Asylrechts geht es im Kern um eine Verschärfung der Asylregeln. Zugleich sollen Hauptankunftsländer wie Italien oder Griechenland entlastet werden. Die EU-Länder haben 2 Jahre Zeit, die Reform in nationales Recht umzusetzen. Erstmals soll es an den EU-Außengrenzen Asylverfahren geben, um Migranten mit geringen Aufnahmechancen an der Weiterreise zu hindern. In die Grenzverfahren kommen zudem Migranten, die als Sicherheitsgefahr eingestuft werden oder die Behörden in die Irre geführt haben, etwa mit einem falschen Pass. Die Migranten sollen in Grenznähe festgehalten werden und von dort aus direkt abgeschoben werden. Das Asylverfahren und die Rückführung sollen im Regelfall bis zu 12 Wochen dauern. Kritiker fürchten haftähnliche Bedingungen für Migranten an den Grenzen. Die Bundesregierung scheiterte mit dem Versuch, neben unbegleiteten Minderjährigen Familien mit Kindern von den Grenzverfahren auszunehmen. Die Mitgliedsländer können Asylbewerber künftig in sogenannte sichere Drittstaaten wie Tunesien oder Albanien zurückschicken. Voraussetzung ist, dass Migranten eine Verbindung zu dem Drittstaat haben, etwa durch Angehörige oder ein Studium. Auch künftig ist das Land der ersten Einreise in der Regel für einen Asylantrag zuständig. Es greift aber ein verpflichtender Solidaritätsmechanismus. So will die EU jährlich mindestens 30.000 Migranten aus Italien oder Griechenland umverteilen. Staaten können sich jedoch von einer Aufnahme freikaufen, alternativ Grenzbeamte entsenden oder Projekte in Drittländern finanzieren. Mit der Reform sollen keine Menschen mehr unregistriert in Deutschland ankommen. Grenzländer wie Italien oder Griechenland sollen biometrische Fingerabdrücke oder Fotos der Migranten in einer EU-Datenbank registrieren, auch von Kindern ab 6 Jahren. Wer ein Sicherheitsrisiko darstellt, soll speziell gekennzeichnet werden.